Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost Paradise. Da sind wir quasi im Reich von diesem slawischen Gott Wels oder Weles. Halt da, wo die Slawen nicht gelebt haben, auch das, wo wir lang gelaufen sind. What just happened? I don't think I want to. Let's just focus on our goal. The control room should be close. Sure. Hey, ich wollte aber reden. You said you live here with other people? As far as I remember. Where did they all go? They must have left just before you got here. I don't think you're telling the truth. Tja, nur warum haben sie dann sie nicht mitgenommen? So, you grew up here, underground. Do you remember the world outside? Sure I do. Before the bombs hit, I had a normal life on the surface. Before the bombs hit? Wasn't that like 20 years ago? That doesn't make any sense. Würde ich gerade sagen. Das ergibt keinen Sinn. Sie scheint ja gleichaltrig zu sein, oder dann wäre sie ja schön 30, 40 wenigstens. Wo sie eigentlich ja klingen, als wäre sie vom Prinzip so alt wie der Junge, so ungefähr. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Und ich sag, naja, wenn die Bomben fielen, oder bevor die Bomben fielen, war sie gewesen, eine Oberfläche, das und das. Ja, aber schon, das stimmt schon, das ergibt keinen Sinn. Oder, was ist eigentlich, wenn, ich hatte ja mal gesagt, es kann ja sein, dass vielleicht das Mädchen kein Mädchen, sondern es ist vielleicht der Computer, dieser EVE, also Eve-Computer. Was ist aber, wenn Eva jetzt Eve ist? Also ich meine, wenn ich jetzt an Fallout denke zum Beispiel, da gibt es ja vom Prinzip diese Roboter, auch eine Art von Roboter, was diese Robo-Brains sind, Robo-Hörner. Also Roboter, die rumfahren und alles, aber wo halt menschliches Gehirn drin ist, der quasi den Computer nur schützt sozusagen. Und wo dann die zwar eigentlich quasi die Erinnerung als gelöscht wurden, eigentlich von diesen Gehirnen, sag ich mal, dass die halt keine Erinnerung mehr hatten, aber bei manchen hat es nicht ganz geklappt, weshalb die noch eine gewisse Persönlichkeit haben. Und bei manchen, wo es halt direkt war, manchen Bunker, wo dann, wenn ich überlebt habe, wo ich gesagt habe, oh, damit wir halt überleben, lassen wir unser Gehirn in so einen Robo-Brain einpflanzen, so einen Roboter, und dass die halt ihre Erinnerungen weiter haben und dass die halt, zwar in einem Roboterkörper leben, aber halt mit ihren Erinnerungen. Was ist, wenn vielleicht sowas Ähnliches mit dem Mädchen ist? Dass vielleicht das Mädchen quasi den Bunker also nie verlassen hat, war zwar eine Oberfläche mal gewesen, ist vielleicht dann auch so alt gewesen, als man sie vielleicht in den Computer gepflanzt hat, vielleicht alle Gehirn extrahiert hat oder vielleicht angeschlossen hat, irgendwie, irgendwie angeschlossen hat. Und dass das Mädchen aber so gesehen so alt war, als man sie da an den Computer angeschlossen hat, das könnte auch sein. Gut, dass sie zwar vom Körper her eigentlich älter ist, dass sie auch schon deutlich älter ist wie der Junge, aber könnte ja sein. Denn mir sieht das hier nicht so aus, als ob die erst vor kurzem das verlassen haben. Der ganze Bunker sieht nicht so aus, als ob die vor kurzem das alles verlassen haben, das glaube ich nicht. Es scheint schon länger her zu sein, alles hier. Alleine, dass die Mutti von dem Jungen hier gewesen ist, der kann sich nicht mehr daran erinnern. Er scheint als Baby unten gewesen zu sein, aber nicht mehr als Kind. Mein Gott, er ist immer noch ein Kind, aber ich glaube, so 13 Jahre soll das Junge sein. Lass es sein, dass der Junge vielleicht mit 2, 3 vielleicht noch gelebt hat. Dann ist vielleicht die Mutti abgehauen. Dann ist vielleicht die Oberfläche gegangen, einen anderen Mini-Bunker. Ich meine nur, da kann sein, dass vielleicht die hier noch gewesen sind und dann war der Junge hier oben gewesen. Dass dann quasi alle abgehauen sind und das Mädchen, Anführungszeichen, ist dann vielleicht nur als Computer hier unten vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Denn irgendwie sagt sie immer auch nicht die Wahrheit, weicht manchen Fragen mal aus. Ach, naja, vergiss es. Weshalb ich mir schon denke, dass sie wahrscheinlich nicht weg kann. Aber sie sagt, naja, sie ist schon lange im Kontrollraum eingesperrt. Sie kann nicht raus. Und ich mir denke, naja, was macht sie, wenn jetzt der Junge nicht gekommen wäre? Dann wäre sie verhungert oder verdurstet oder erstickt oder was auch immer. Also ich denke, ich mal schon, dass sie, entweder ist sie der Computer oder sie ist mit dem Computer verbunden. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten würde das für mich jetzt keinen Sinn machen hier. Ich dachte, es sagt jemand was von denen. Bild, aber da ist wieder ein kleiner Schrein.
schwierig, dicker Wald hier unten schon. Auch mit dem Moos und alles, ein bisschen Gras und so. Es waren viele kleine Schreine, Altäre. Da kann ich nicht mal gucken. Ist das wie eine Art Friedhof vielleicht? Ich weiß, es wäre das vielleicht wie so eine Art kleiner Friedhof hier. Genau, die ganze Kabel alles hier. Wir haben sie wahrscheinlich dann das Schäferhund. Wie so ein Gedenken vielleicht. Und sind dann unfunktioniert, wie man sieht, das sind eigentlich noch irgendwelche Lagertanks irgendwie. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze hier unten. Haben wir das Ereignis daraus gemacht. Your friend, wasn't it? Was he really so young when it happened? I'm so sorry, Emma. Also doch, so ein Friedhof hier quasi. Für die, die dann gestorben sind. Das ist also der Freund von ihm, von ihr. Also es ist keine Schreine, sondern klar, schön wie ein Schrein, aber eigentlich ein Friedhof hier. Wo dann die Leute dann quasi Bestattung, man gedenkt ihnen. Schön Baum rausgewachsen aus dem Ding hier. Weil ich, dass man die eigentliche Struktur von dem Bunker teilweise gar nicht mehr so erkennt hier. Sieht man, läuft eigentlich teilweise auf der Struktur rum von dem Bunker eigentlich. Sie sagen es. Wieso weißt du das nicht? Denn du weißt das alles hier. Ich stelle mir das Spiel wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen, wenn es heißt, dass der Kontrollraum wohl nicht mehr weit ist. Das ist dann wahrscheinlich bald Schluss. Ich meine, so lange soll das Spiel sowieso nicht gehen. Obwohl ich wahrscheinlich trotzdem schon länger brauche, wie wahrscheinlich die meisten. It can't be much further. Please, you need to help me. I don't know how. Oh, es wird hell. Gehe ins Licht, Junge. Eva? Your name on the grave. What's going on here? Eva Coleta. I don't remember. That's his name. You're his daughter. Stop it. I don't want to hear it. You should never have come here. But you wanted me to help you. You can't help me. No one can. This place was built on lies and death. There's only pain here. I'm not going to suffer anymore. I'm shutting it down. It's over. You hear me? It's over. Eva, if he's your father, then I will say this is, whether you want me to or not. Ah.
Ist ja ein Kapitän Lucian. Naja, er ist doch dein. Naja, er ist Lucian. Deswegen. Also sind es also Geschwister. Ja, scheinbar. Ich denke mal immer noch, dass wahrscheinlich das Mädchen irgendwie in dem Computer drin steckt, wahrscheinlich. Können wir vorstellen, dass vielleicht denn der Vater vielleicht das Mädchen bei sich hatte und die Mutter hat vielleicht den Jungen genommen. Dass sie getrennt voneinander aufwuchsen, wussten nichts voneinander. Und dass sie auch nicht mehr wusste, wer ihr Vater ist, meine. Das macht ja eigentlich ja Sinn. Er ist dann wirklich ein bisschen wie ein Priester geworden, hier, dieser Lucian. Erst Wissenschaftler, dann ein bisschen zum Glauben übergegangen. Oder dann zum Priester wurde sozusagen. Oder so eine Art Priester, wie es in dir ein Brief stand. Stimmt, schon macht Sinn. Jetzt ist das also unsere Schwester. Aber trotzdem muss es alles schon ein bisschen länger her sein, wie es aussieht. Ich meine, hier ist, wie gesagt, quasi ihr Grab. Eva Kolenda. So ist sie eigentlich offiziell scheinbar gestorben, so ungefähr. Wahrscheinlich ist sie, wie gesagt, mit dem Computer verbunden, wahrscheinlich verschmolzen irgendwie. Das ist vielleicht dann, weil der Vater wollte immer den Computer irgendwie nutzen, dass man, weil der irgendwie beschädigt war. Da könnte es sein, dass sie vielleicht sehen, oh, na gut, wenn man vielleicht sie hat vielleicht programmieren gelernt gut oder konnte es, dass sie vielleicht dann deswegen irgendwie verschmolzen ist, vielleicht VR-mäßig irgendwie, dass sie da quasi alles steuert. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt, wie, ob es das bald Ende ist und ich will ja, wie gesagt, dann am besten alle Enden zeigen, also muss ich mal kurz die Aufnahme pausieren, damit ich dann den Spielstand mal mir sichern kann, dass ich dann immer dann wieder den Spielstand einfach laden kann. Also, bis gleich. So, ich hab's gespeichert, oder halt gesichert, jetzt geht's weiter. Ich hab nicht gespürt, wie lange das Spiel noch geht, aber ich hab das Gefühl, wir sind schon ziemlich weit am Ende schon. Ich denke, das ist wahrscheinlich Lucian nicht mehr lebt, wahrscheinlich werden wir es nur sie wahrscheinlich treffen. Ich denke mal, ich habe ja mal gesagt, mit den, es gibt verschiedene Enden, angeblich so 5 bis 6, je nachdem, nach welchen Quellen man gehen soll. Wo es immer 3 Entscheidungen gibt, dann am Ende mit irgendwelchen Dialogen oder was da steht, was man treffen kann. Wenn sie gesagt hat, sie will alles abschalten, sie will nicht mehr, kann es sein, dass man, wenn es heißt abschalten, das System abschalten, wahrscheinlich auch Lebenserhaltungsmaßnahmen vielleicht. Weil es ein bisschen wie bei Fallout New Vegas, wenn man Mr. House hat, der ja auch schon über 200 Jahre lebt, aber auch nur, weil er so eine Maschine angeschossen ist. Und nur deswegen noch leben kann, weil er wirklich komplett abgekapselt ist von der Welt. Und wenn man das Ding aufmacht, dann stirbt er, weil er, klar, gegen nichts mehr Abwehrstoffe hat. Also mit anderen Worten, gegen jedes Bakterium, Virus, was es gibt, geht auch gleich drauf. Wahrscheinlich ist das ähnlich mit dem Mädchen hier, dass sie wahrscheinlich dann irgendwo in so einer Kammer ist vielleicht. Vielleicht wie so eine Art Trance vielleicht und vielleicht alles stört und alles noch sehen kann, quasi, also mitbekommt durch den Computer. Aber halt sich dem sich nicht mal bewegen kann vielleicht. Dass man sich vielleicht entscheiden kann, schaltet man die lebenserhaltenden Systeme ab vielleicht von ihr oder nicht. Könnte mir gut vorstellen. Na komm, kletter doch hoch. Wasserabweisend ist die Farbe. Geh ich gleich hoch. Ah, geht nichts. Ist nichts weiter. Gehen wir gleich hoch. Das spricht sie ja gar nicht mehr. Eva. So, dahin komme ich wahrscheinlich eh nicht weiter. Ne. Ja, das macht sie alles zu, weil sie alles abschalten will. Sie will nicht mehr. Das ist wahrscheinlich reinfilmen. Muss bestimmt das Ding auch gleich zu hier, das Rollo. Naja. Jetzt spricht sie nicht mehr mit uns. Und durch die blöde Kamera, gut, müsste er der Junge eigentlich das Ding mal abmachen, vielleicht auch abdecken, zumindest dass sie ihn nicht sieht, wo er hinlatscht. Jetzt macht sie halt die ganzen Dinger hier zu.
Dort gespeichert. Ist aber so ein Fahrstuhl, wie es aussieht. Naja. Pfeift da wieder mal ganz schön. Da haben wir wie so ein Flutlicht hier von dem Stadion. Gehen wir gleich mal hin, aber gut, da ist auch kein Fahrstuhl da eigentlich im Prinzip. Das haben wir dann vielleicht dann drüber klettern müssen, oder? Ist nicht zum Interagieren, also scheinbar nicht. Müssen wir doch mit dem Fahrstuhl irgendwie fahren oder ihn rufen, wenn der noch fährt. Ach, da ist er ja. Rein mit der Jungchen. Hopp. Das ist ja wieder das Bäumchen als Symbol. Wir müssen hier gucken. Also die ganzen Kabelstränge, alles. Haben wir vielleicht das. Die Stromversorgung vielleicht dort, vielleicht wie so ein Atomkraftwerk vielleicht irgendwie. Quittungskarte Nummer 7. Heinz Heyer oder Bayer oder Meyer. Noch irgendwas? Nee. Ist das mit diesem neuen Symbol, was sie da gehabt hatten? Kein Hakenkreuz und dieses andere Symbol dann? Ach, das ist der Kontrollraum, wie es aussieht. Lagerbereich, Maschinenraum. Das ist immer so wichtig, das ist bestimmt der Oberkontrollraum hier. Erstmal laufe ich mal erstmal überall rum, bevor ich irgendwas anklicke hier. Jetzt sind die Dinger zugemacht. Kommst nicht weiter im Moment. Könnte bei der Tür dann aufgehen. Da brauche ich doch so ein Erinnerungsding, wie es aussieht. Ich kann gar nicht interagieren mit dem Papier hier. Achso, gleich das Mikrofon, was wir jetzt hatten, dieses tragbare. Mit der Kamera. Ist jetzt auch so ein Erinnerungsding, wie es aussieht. Ach ja, Eva. Naja. Hauptrechner Eva. Von 67. Hauptrechner ist ja inaktiv, wie man sieht. Effect, cause, and effect. As for the
the others. We must hope for the best and prepare for the worst. If anything happens... Das Beste auch noch, das Schlimmste vorbereitet, mache ich auch immer. Monitor their heart rates. There's no need for anything drastic. Na, sie ist angeschlossen an den Computer. Und dann am Damm. Ach, die Stromversorgung ist mit dem Damm. Also Wasser. Wasserkraft. Sehen Kalender. Welcome to our humble home. My heart rejoices to see us all together as sisters and brothers. You were all summoned here to proclaim your allegiance to the gods. That was the agreement. And you have stood by your word. We who have been blessed by the gods will prove the power of our faith to the doubtful. Das Dorf wird nach der Christen Unika gesucht. Mit dem Dorf vielleicht. Na gut, sie ist ja tot, vom Motiv sehr egal. Was ist denn nachgekommen? Das ist ja da tiefer, welches Giftgas, wie sie haben sie dann gemacht, gläubig. Sieht man ja. Stichwort zu einer Götter, wer Götter gesagt hat. Jetzt haben sie dann Gift gemacht, haben sie alle vergast, dann die letzten, wie es aussieht. Lüftendeffekt. Dann ist abgebrochen hier. Was sehen wir dann? Ist es dann von niedriger Frucht? Dann zack, zack. Jetzt sehen wir dann wahrscheinlich das Mädchen dann. Wahrscheinlich dann Eva gewesen sein. Der Hauptcomputer ist ja ausgeschaltet. Also ist nur Eva, die alles noch am Laufen hält quasi. Dann kam sie, die Mutti. This is it for me, huh? Do what you want. I refuse to be part of your twisted little fantasy any longer. Ich check das Lüftungssystem, also erstickt. Hat es ja schließlich, war sie ja dann noch in der Oberfläche gewesen bei einem anderen Bunker. Kann ich jetzt interagieren? Nö. Jetzt brauche ich mal einen Speicherpunkt. Gucken, wo es eigentlich jetzt weitergeht. Na, hänge ich jetzt schon wieder fest.
auf meinen Fahrstuhl fahren. Das hatte ich ja schon. Hier war ja nix. Also muss ich jetzt hoch oder muss ich jetzt runterfahren? Keine Ahnung. Dann nach oben wäre, hätte ja nichts gebracht, wäre ich noch aufs Dach gefahren. Klar, wäre ja Quatsch gewesen. Da war ich ja, kam ich ja her. Macht ja keinen Sinn. So, es hat abgespeist, kann ich erstmal die Folge beenden. Kann dann nochmal einen Spielstand sichern, falls, wie gesagt, das bald das Ende ist. Dass ich dann die anderen Enden dann auch noch aufnehmen kann, ohne dass ich das alles noch durchspielen muss jetzt. Jo, sieht man ja. Der Fahrer ist also dann durchgedreht hier. Ja. Hat also das mit diesem Glauben dann gehabt. Sie ist ja mehr rational noch gewesen hier, die Mutti. Ja, der eigentlich erst nur Wissenschaftler war. Hat aber schon mal irgendwann dann die zufällig mal geklaut und gedacht, oh ja, der Gott ist das. Wales oder Wales, der ist es, der hat uns geführt und alles. Und dann schon mal wirklich ein fanatisch wurde dann. Naja. Gut, lasst mir euch eine Bewertung da oder auch ein Abo und seht euch andere Videos. Eure nächste Folge werden wir das hier weiter erkunden. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.